Mein Name ist Claudia Heddergott, ich bin 34 Jahre alt, ich bin Linienspieler bei den Saarland Lady Canes. Ich bin die Lisa, ich bin 29 Jahre alt. Ich kam durch meinen Bruder zum Football, das heißt, wie die Lady Canes gegründet wurden und das erste Training war, hat er so gesagt, ah ja, geh doch einfach mal ins Training gucken. Und ja, seitdem bin ich jetzt halt beim Training dabei. Das ist jetzt schon 5,5 Jahre. Mein Name ist Svenja, ich bin 26 Jahre alt. Sag zuerst Hallo oder sagst du Hallo? Nee, zusammen. Okay. Wir sind ein Chor. Hallo! Ja, mein Name ist Oliver Duchesne, ich bin der Offense-Coordinator der Lady Canes von den Saarland Hurricanes. Das heißt, ich betreue die Offensive, also den Angriff. Bin sozusagen einer von 5 Coaches. Und ich spiele American Football, weil damals meine Mathelehrerin gesagt hat, ja, sie geht immer American Football schauen und es ist so ein toller Sport und da sollten wir auch mal hingehen. Und das habe ich dann gemacht. Dann bin ich vor ca. 11 Jahren war das ins Stadion die Männer schauen gegangen. Und seit dem Zeitpunkt bin ich von American Football fasziniert. Als dann vor ca. 5 Jahren die Damenmannschaft gegründet wurde, habe ich gedacht, okay, da muss ich jetzt einmal hin, ausprobieren. Entweder ist es was oder nicht. Und seitdem bin ich dabei geblieben und bin froh, dass ich den Schritt gewagt habe, einfach mal ins Training zu gehen und zu schauen, wie das so abläuft. Ich bin Nicola. Ich bin 42 Jahre alt, bin die Älteste im Team. Ich bin die Maria, ich bin 41 Jahre, ich bin die zweite Mami hier im Team. Hallo, ich bin die Michelle, ich bin 23 Jahre alt und ich bin zum Football gekommen. Ich war bei den Spielen bei der ersten Mannschaft gewesen, also ein paar von den Mädels rumgelaufen, haben Flyer verteilt. Hey, komm doch mal zum Tryout vorbei. Ich dachte mir so, okay, hast ja schon mal geguckt, wolltest immer schon mal machen, gehst du einfach mal vorbei und dann bin ich einfach hängen geblieben. Ich bin zum Football gekommen, da meine beiden Brüder selbst auch Football gespielt haben. Ich bin zum Football gekommen, weil ich seit über 20 Jahren Football-Fan bin und mal darauf gewartet habe, dass es hier in der Region was gibt. Ja, das heißt, ab dem zweiten Training war ich dann dabei, bis heute. Das heißt, seit etwas über 5 Jahren. Und beim Spiel der ersten Mannschaft waren dann die Mädels gesucht haben. Und dann dachte ich so für mich, ja, das wäre mal eine neue Herausforderung. Teamsport hatte ich bis dato noch nie gemacht und bin auch seit 5 Jahren jetzt dabei und mache es mit voller Leidenschaft. We fight together! We win together! Together! Immer da. Es gibt eigentlich keine Ausrede, ne? Wenn man nicht durch die Arbeit gebunden ist, dann gibt es für mich keinen Grund, nicht ins Training zu kommen. Das sind feste Termine in der Woche und ja, die gehören zu meinem Leben. Es ist einfach die Mannschaft. Die Mannschaft braucht einen und da überlegt man auch nicht lange, okay, es regnet jetzt, gehe ich jetzt wirklich ins Training? Das ist einfach, irgendwann ist man abgehärtet. Da ist ja, einem das eigentlich egal. Es ist halt eine etwas andere Sportart. Das heißt, keine Ahnung, beim Fußball würde es heißen, du bist zu langsam, du bist zu dick oder sonst was. Und gerade beim Football ist man als kräftige oder schwere Spielerin halt echt begehrt auf einer Position zum Blocken, also in der Offense-Line. Und man ist wirklich ein sehr wichtiger Teil vom Team. Man denkt das schwache Geschlecht, was in Wirklichkeit das starke ist. Genau, also für mich gibt es keine Frage, warum sollte eine Frau Football spielen? Eine Frau kann alles tun, was ein Mann auch tut. Vielleicht ein bisschen langsamer, vielleicht mit ein bisschen weniger Kraft. Dafür vielleicht manchmal mit mehr Köpfchen, keine Ahnung. Für mich gibt es keinen Grund, warum Frauen das nicht tun sollten, weil das ist ein Sport, der für Frau und Mann genauso geil sein kann. Also es gibt tatsächlich eine Rookie-Taufe, so nennt sich der Neuling bei uns, das ist der Rookie. Allerdings nicht von Anfang an, sondern der darf erstmal mittrainieren und dann meistens bei der Weihnachtsfeier, da muss er was bieten. Trifft einen unerwartet. Genau. Mir macht es einfach Spaß, das zu fördern und einfach zu zeigen, was in einem drinsteckt, was er selber abrufen kann. Kommt Mädels, genau, wir brauchen traut euch, bringt eure Freundin mit oder Eltern oder Freund, wen auch immer. Ihr braucht nicht allein zu kommen und dann guckt euch das alles einfach mal an und trainiert mit.